Eigentlich strahlt Daniela Katzenberger immer bis über beide Ohren. Doch beim Autofahren kann sie ihre Wut manchmal einfach nicht mehr zurückhalten. Diese Erfahrung musste jetzt auch ihre Mutter Iris klein machen. Von ihren Fans wird Daniela Katzenberger, 37, vor allen Dingen für ihre lustige Art geschätzt. Die Blondine hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und lässt sich auch von Hasskommentaren nicht beirren. Eine Sache geht ihr aber gehörig auf den Geist: langsame Autofahrer. Da platzt selbst der sonst so entspannten TV-Schönheit der Kragen. Daniela ist so wütend. Eigentlich will Iris Klein, 56, ihren Followern nur einen guten Morgen aus dem Auto wünschen. Doch sie wird direkt von ihrer Flughändentochter unterbrochen. Voll Depp, ich hasse das, wenn die in der 80er-Zone 30 fahren. Ich hasse das, EY, meckert sie mit ernster Miene. Wieso bist du so aggro am frühen Morgen, will Iris wissen? Ich hasse das, die mit Hut, immer die mit Hut, man sieht es direkt, poltert Daniela weiter. Die Sonntagsfahrer am Montag. Ich könnte kotzen, ehrlich. Ich glaube, ich kenne niemanden, der so viele Schimpfwörter verwendet, wie mein Kind beim Autofahren, sagt Iris lachend. Doch Daniela ist auch weiterhin nicht zum Lachen zumute. Auweia! Come on.